So, dann schauen wir mal, dass wir die restlichen Knüppel noch zusammenkriegen und natürlich die 3 Holz, die uns noch fehlen. So. Zwei fehlen noch. Das sind ja alles Schamanen, oder? Ja, ja. Das sind Schamanen. Haben wir zumindest schon mal das letzte Holz. Und da vorne ist auch... Ah, den da. Kriegen wir den gepult ohne... Nein. Egal, haben wir halt beide am Hals. Ob wir jetzt einen mehr oder weniger killen, statt jetzt auch nicht wirklich. Ja, wir könnten auch einfach mal unseren 4 benutzen. Den benutzen wir ja relativ selten eigentlich nur. Allerdings auch nur quasi, weil ich böse Erinnerungen an manche 4-Pulse habe. Deshalb, ich mag 4 nicht wirklich. Was bei 4 auch noch auffällt, Krieger haben 4, Hexer haben 4, Priester, Priester, Shadow-Priester. Aber komischerweise, der Todesritter, das größte Übel, hat kein 4. So, beide da oben abgeben. Dann haben wir noch 18 Quests zu erfüllen. Wie machen wir das dann eigentlich mit dem Ausgeruht? Hier gibt es in der Nähe kein einziges Gasthaus. Wir könnten unseren Ruhestein hier hinsetzen und nach Sturmwind runterfliegen. Dann könnten wir auch gleich zum Lehrer gehen. Seid gegrüßt. Was haben wir denn hier? Ein Streitkolben einhändig. Das soll ein Streitkolben sein. Lol, eine Bratpfanne. Die sollte man doch eigentlich theoretisch schon aus stylischen Gründen mitnehmen. Seid vorsichtig. So, und Level Up. Und jetzt gibt es auch wieder einen Skillpunkt. Man sieht sich. Holzfällerbeil, auch so ein ganz primitives Beil hier. Hier kann man so manches tolle Style-Equip wirklich abgreifen. Man soll ja bald auch Items, die man mal gelöscht hat, wieder zurückholen können. Das bedeutet auch, dass man bei alle Quest-Items, die man irgendwie gelöscht hat, sich wieder herstellen kann. Wenn ihr durch einen Angriff Schaden erleidet, der 10% eurer gesamten Gesundheit oder mehr entspricht, oder euch selbst durch euren Zauber Schattenwort Tod Schaden zufügt, gewinnt ihr sofort 5% eures Manas. Bringt uns das was? Momentan noch nicht wirklich, da wir den Schattenwort Tod noch nicht haben. Gedankenstachel zaubern euren nächsten Gedankenschlag. Zudem wird, wenn ihr mittels Gedankenstachel Schaden verursacht, die Zauberzeit eures Gedankenschlags... Was ist der? Das sind beides eigentlich nützliche Sachen, nur ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Naja, nehmen wir erstmal den hier. So. Ja, ich sag mal, nach Sturmwind zurück wäre eine gute Option später. Oder Eisenschmiede liegt näher von hier. Da könnten wir auch mal Eisenschmiede kennenlernen. Was soll ich denn überhaupt machen? Ah, dort ganz oben hin.
Hallo, Leute. Helft mal. Hallo? Hey, Kumpels? Kumpels? Was für Arschlöcher? Gehen Sie einfach mit vorne. Ja. Die werden mich noch mal kennenlernen. Naja. So, jetzt müssen wir mit Tyrion reden. Und wer Tyrion noch nicht kennt, das ist ein Held aus Nordend. Ein Paladin. Er hat quasi im Endeffekt den Lichtkönig im Alleingang besiegt, während wir ihm zur Hand gegangen sind. Aber auch das werdet ihr dann, wenn wir wirklich mal ICC gehen, selbst sehen. Und entweder wird es ein totaler Fail-One und ich werde mich drüber lustig machen, oder es wird ein guter One und wir haben wirklich ein schönes Video dadurch. So, hier soll irgendwo eine Quest sein. Hier? Da. Braucht ihr etwas? Seid vorsichtig. Aber hier drin sind auch noch Quests, die holen wir uns dann auch nochmal schnell. Früher war das hier übrigens Feindesgebiet. Das gehörte dann den Scharlachroten Kreuzzug. Quasi ein paar Durchgeknallte, die Untote angreifen wollten, aber dann den Verstand verloren haben und so alles angriffen. Und da ist auch schon der gute Tyrion. Die Zeit des Argentum-Kreuzzugs ist jetzt gekommen. Lebt wohl, ja, ja. Oh. Die Göttin segne euch. Passiert hier was? Sieht nicht so aus. Oh, ich dachte, die kommt hier so angestiefelt und sagt jetzt bestimmt irgendwas Wichtiges. Lehrlinge töten. Rotkieferplünderer töten. Und trefft euch westliche Pestländer. Meldet euch bei Tassarian. Okay. Ich muss mal ganz kurz auf Pause gehen. So, wohin wollten wir jetzt, bevor Lena mich hier so unsanft gestört hat? Wir wollten Lehrlinge besiegen. Unsere Feinde werden fallen. Ja, das sind schon wieder richtig tolle Voraussetzungen, dass man die hier direkt im Nahkampf kriegt. Wir haben auch gut was am Leben. Muss was getan werden? Machen wir einfach mal mit allem drauf, was wir hier zu bieten haben. Ansonsten kriegen wir die wahrscheinlich nicht so schnell klein. Was ihr wolle. Aber an sich läuft das doch ganz gut. Was ist euer Begehr? Auch wenn es mal wieder keine Erfahrung gibt, da wir sie ja nur besiegen und nicht töten müssen. Dir etwas? So. Jetzt müssen wir aber erstmal Leben und Mana tanken, bevor wir weitermachen. Ich hoffe, dazu haben wir jetzt auch irgendwie mal was Interessantes gedroppt hier, denn ich habe ja immer noch nichts gekauft. Versuchen wir es mal so. Ja, das sieht zum Glück noch relativ brauchbar aus hier.
Dash Malanore. So, und die letzte. Schönen guten Tag. Schönen Tag auch. Irgendwie sieht man als Shadow, egal in welchem Equip, man sieht irgendwie roh aus. Allein durch diese Schatten auch mal. So, was als nächstes? Für die Allianz. Eine Chandrill getötet. Ja, da oben. Ja, ich würde sagen, das ist am nächsten. Dann machen wir das doch zuerst. Blöde Monsterspinne töten. Blöde Monsterspinne in der Höhle töten. Lol. Lol, alle Angst vor Spinnen. Das erinnert mich daran, was ich gerade gemacht habe, nämlich ein Spinnennest vom Balkon beseitigt. Also Nest, nicht Netz. Ja, ich weiß, ich sollte aus dem rausgehen, aus der Lache, aber das überlebe ich schon. So, jetzt brauchen sie alle keine Angst mehr haben. Haben sie trotzdem noch, denn Angst ist ja auch ein guter Grund, sich vor der Arbeit zu drücken. Seid gegrüßt. Man sieht sie. So. Das ist übrigens schon Nordend-Equip, was die hier anhat. T... 9.